Das ist die erste Tagesschau vom Jahr. Freut mich, dass Sie da dabei sind. Meine Sendung mit dem Andreas Thiel von Mitte Dezember zum Thema Koran und Islam hat extrem hohe Wellen geworfen. Anlass genug, um sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Und zwar mit einem Experten, mit dem Arnold Hottinger. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Hottinger. Vergnügen. Der Arnold Hottinger war über 30 Jahre in arabischen Ländern, vor allem als Korrespondent von der NZZ. Er hat viele Bücher über Koran, Islam und die Länder geschrieben und ist damit wirklich einer der ausgewiesensten Experten auf diesem Gebiet. Die Frage ist, für meine erste Frage, was ist Ihre Faszination, Ihre lebenslange Faszination mit dieser Region, mit diesen Menschen? Einfach das Faktum, dass es andere Kulturen gibt als unsere und wie die sind und wie sie funktionieren. Mhm. Aber gerade jetzt die, sie haben, glaube ich, eine Faszination und auch eine Liebe zu den Arabern und eben zu den Menschen in dieser Region entwickelt. Ja, einfach, wenn man sie kennt. Also, zuerst hat mich einfach das Phänomen von einer anderen Kultur interessiert. Und wenn man sich dann halt ein bisschen eingrabt und interessiert und umschaut, Kontakt sucht, dann werden die Leute auch interessant als Menschen. Okay, Sie haben ja jahrelang in Beirut gelebt. Würden Sie gerne heute wieder in Beirut leben? Es ist alles sehr viel schlechter geworden. Und es wäre sicher bedruckend, aber ich würde sagen, wenn ich noch jung wäre und eine Zeitung hätte, die das möchte, würde ich auch nicht wieder gehen und das beschreiben. Okay, Sie sagen, es ist alles viel schlechter. Sind Sie eigentlich enttäuscht nach all diesen Jahren, was sich dort jetzt abspielt? Ja, es ist schlechter gegangen, als ich gedacht habe. Aber ich habe gewusst, in all diesen Jahren, es geht immer runter. Die traditionelle Kultur, wo die eigene Kultur ist, ist immer stärker reduziert worden, abgenutzt. Sie ist schon stark manipuliert gesehen in der Zeit, wo ich gekommen bin. Der Prozess dauert seit 1850. Und ich bin 1950 gekommen. Aber jetzt haben wir 2000. Mhm. Und es ist halt sehr viel schlechter geworden. Nicht nur schlechter, sondern sehr viel schlechter. Eben. Also, dass es runtergeht, habe ich gesehen. Es ist wie eine Kurve, nicht wahr? Aber dass die Kurve so steil runtergeht, das ist unerwartet gewesen. Wir haben jetzt verschiedene Failed States, also gescheiterte Staaten, also das Schlimmste, was man kann sagen kann, von Libyen über Somalia, über Jemen. Dann haben wir Syrien, Irak etc. Sie haben gesagt, dort ist eigentlich fast schon alles zusammengebrochen in einem Failstate, oder? Und haben, glaube ich, in erster Linie für Gründe haben sie genannt, eigentlich Kolonialmacht, die das Ganze irgendwie angerichtet hat. Ist das nicht ein bisschen einfach? Ja, das ist ein bisschen zu einfach. So einfach meine ich es auch gar nicht. Ja. Aber es ist sehr, sehr sicher gesehen, sicher, dass unsere Kultur sich dieser Kultur überlagert hat, der Nachbarkultur, das ist die nächste. Und dass die darunter gelitten hat. Sie ist materiell unterlegen, sie ist militärisch unterlegen gewesen, sie ist wirtschaftlich unterlegen worden. Und wir Europäer, Amerikaner, haben das ausgenutzt, um unsere Macht dort zu überlagern. Aber wir haben da gesehen, verschiedene Staaten sind eigentlich von der Kolonialmacht überhaupt erst gegründet worden oder zusammengepflastert worden. Syrien, Irak etc. Aber sie hätten ja eigentlich genug lang Zeit gehabt, irgendwie, könnte man sagen, das anzukriegen. Und jetzt sagen sie ja, die Legitimität von diesen Nationalstaaten ist zusammengebrochen. Das ist ein verheerendes Urteil. Ja, sie müssen nur bedenken, dass der Nationalstaat selber ein Import ist aus Europa. Mhm. Wir haben da die Konstruktion braucht. Wir haben sie durchgesetzt mit den Kolonien. Sogar die Bürokratie ist damals gekommen. Und sie hat nicht funktioniert. Mhm. Aber was wäre denn die Alternative zu einem Nationalstaat in der heutigen Welt? In der heutigen Welt ist es eben, die heutige Welt ist dominiert durch die westliche Welt. Und irgendwie müssen sie sich anpassen. Aber der Anpassungsprozess ist sehr viel schmerzlicher und schwieriger geworden als erwartet. Man muss an andere Kulturen denken. Chinesen haben auch nicht mit einem Sprung den Sprung geschafft in die neue Welt, sondern es war ein voller Zusammenbruch. Mhm. Aber andererseits gibt es Staaten wie Südkorea, die sind auch kolonisiert worden. Und die sind heute. Bürgerkrieg, das war auch nicht so schön gewesen. Nein, aber die sind heute einfach auf dem Level von uns. Die Chinesen auch. Eben. Das kommt vielleicht noch, vielleicht kommt es nicht, vielleicht ist es anders gelagert in der arabischen Welt. Man muss in Betracht ziehen, dass es unsere Nachbarkultur ist. Viel näher dran. Mhm. Und etwas, wo noch dran ist, reizt mehr. Also der Reizgehalt ist viel größer. Wenn der ältere Bruder kommt, dem jüngeren Bruder das Sicht verschlägt, ist das wütiger, wird er wütiger, als wenn es der
oder irgendein Fremden ist. Gut, jetzt gibt es ein Element, das immer wichtiger wird, und zwar von Fundamentalisten einerseits, andererseits auch von Islamgegnern, und das ist der Koran. Da hat es jetzt vor kurzem in der Weltwoche eine Titelgeschichte gegeben, und den Titel der Koran, die Bibel der Gewalt. Und das Ganze ist als Handgranate irgendwie, wo Sie das gesehen haben. Wie ist es bei Ihnen nachgekommen? Geschmacklos. Ja. Abgeschmackt, geschmacklos und völlig, völlig unsachlich. Er hat keine Ahnung vom Koran. Nicht die geringste. Ja, aber jetzt eben, wenn das so verbreitet wird, offenbar bezieht man sich da auf einzelne Texte und tut auf diese Art und Weise dann eine Auslegung machen. Andererseits sind ja das auch die Fundamentalisten machen, oder? Er macht genau das Gleiche, was von Menschen machen. Das haben sie auch immer schon gesagt, aber hat es nicht begriffen. Okay. Und das ist so, man nimmt irgendeine Stelle vom Koran und die kann aus ganz, natürlich nimmt man die unangenehmste, aber es gibt auch die angenehmste und sagt, das ist der Koran. Das ist absoluter Unsinn. Der Koran kann nicht gelesen werden wie ein Roman oder wie eine Gebrauchsanweisung, sondern es ist eine heilige Schrift mit vielen Widersprüchen und Muslim wissen genau, dass es Widersprüche hat. Sie beziehen sich auf die Widersprüche, aber erkennt man die in den arabischen Ländern? Oder, das sind ja vor allem, glaube ich, Korangelehrte, die in westlichen Ländern sind, die gar nicht mehr leben können, die auf die Widersprüche hinweisen. Nein. Jeder Korangelehrte weiß, es gibt die Widersprüche. Und es gibt eine bestimmte Technik, die schon im 18. noch schon früher, im 15. Jahrhundert entwickelt worden ist, wie man den Widerspruch angeht. Und wie geht man die an? Man sagt, gewisse Sachen im Koran sind, es ist übrigens andeutet im Koran selber, gewisse Sachen im Koran sind bei einer bestimmten Gelegenheit, man sagt, herabgestiegen, also manifestiert worden. Und die beziehen sich auf die bestimmte Gelegenheit. Und andere Sachen im Koran sind allgemeingültig und beziehen sich also, die kann man als Regeln nehmen. Das heisst, kann man das aber unterscheiden? Das eine denn also eher auf die Zeit von Mohammed? Nein, und andere... auf diesen Moment von Mohammed. Aha. Wie der Mohammed im Kampf gestanden ist gegen die Juden, hat er schlechte Sachen gesagt über die Juden. Aber wenn der Mohammed sich überlegt hat, es ist nicht der Mohammed, es ist der Gott nach dem Koran. Ja. Also wie dann die Frage ist, wie entstehen Religionen? Sagt er gute Sachen über die Juden? Das Ganze wird jetzt, der Koran wird auch in anderem Zusammenhang plötzlich in den Vordergrund geschoben. Zum Beispiel nach dem furchtbaren Anschlag in Pakistan, in Peshawar. Blick schreibt, steht das in eurem Koran? Fragezeichen. Ja, ist doch nicht drin, ist ganz klar. Nein, aber die Frage ist, an wen richtet sich das? Richtet sich so etwas an die Taliban? Taliban dort oder an Muslim da auch bei uns? Muslim und Taliban ist etwas ganz anderes. Eben. Aber ich meine, Sie waren lange Journalist. Wenn auf diese Art und Weise... das ist schlechter Journalismus, ich kann es nicht anders sagen. Und eben, aber wie würden Sie das einschätzen? Was löst denn das aus? Oder was soll das auslösen? Natürlich, es hetzt. Es ist eine Hetzpolitik. Warum man das macht, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich gewisse Politiker, die das sogar ihre Profit dabei sehen. Mhm. Sie haben ja hingewiesen, oder auch andere Leute, auf eine Ambiguität, eben eine Zweideutigkeit, eine Unschärfe in dem Koran. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Der Koran selber sagt, gewisse Suren, also gewisse Teile vom Koran, sind zweideutig, vieldeutig, diskutierbar. Und die uns nicht wohlgesinnt sind, die werden dir nahe umsetzen. Andere Teile sind klar und einwandfrei und eine Aussage, die gültig ist. Und die sind auch im Koran. Eben, aber zum Beispiel IS, aber die beziehen sich dann natürlich eigentlich auch auf die ganz aggressiven Suren, oder? Die nehmen die raus, sie picken sie raus. Und das sind gerade die, die bei einer bestimmten Gelegenheit gekommen sind. Ja. Eben, also das heisst, Sie sagen, das, was die IS macht, das ist im Prinzip eigentlich unsinnig gegenüber dem, was der Koran aussagt. Es ist nicht gemäß, dem Koran gemäß. Und es ist einfach ein Umgang mit dem Text, wo ungemäß ist. Gut, aber es bietet sich an für Extremisten, sich so etwas zu bedienen. Ja, also ich kann auch Sie anschauen und sagen, Sie haben eine Nase, die mir gar nicht gefällt. Die Nase ist ganz schlecht und Sie sind überhaupt ein schlechter Mensch. Ja, ja. Das kann man. Man kann immer etwas nehmen, was schlecht ist und dann finden, dass ich es jetzt. Nach also, dem Essentialismus. Gut, also ich habe hier jetzt mal eine Sure genommen, die immer wieder zitiert wird, Sure 9, Vers 5. Tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf.
Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, lasst sie ihres Weges ziehen. Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben. Was ist jetzt das für eine Sure? Das ist jetzt eine Sure, die vor dem Krieg gegen die Leute von Mekka ausgebrochen ist. Ja. Und die Leute von Mekka sind also Heiden. Jahiliya heißt das auf Arabisch. Leute, die zur alten Religion gehören. Mhm. Und töten wiederum ist im Arabischen heißt kämpfen gegen, nicht töten. Das ist eine Frage von der Übersetzung. Mhm. Aber würden Sie sagen, das bezieht sich jetzt auf diese Situation? Ja, das ist keine allgemeine Sure. Nein, das ist bezieht sich, aber Gott ist barmherzig, das ist allgemein. Allgemein. Jetzt, der Charles de Montesquieu hat sich auch mit dem Koran beschäftigt. Er ist einer von denen, der die Aufklärung uns gebracht hat, der gesagt hat, der Koran oder der Islam, der bietet sich nicht an für zum Beispiel Gewaltenteilung. Es gibt keinen Unterschied zwischen göttlichem und menschlichem Recht. Das stimmt, aber es ist halt ganz anders gelagert. Es gibt ein Gottesrecht, aber das Gottesrecht ist nie das alleinige Recht gesehen, ist nie Staatsrecht gesehen im Sinn, wie wir Staatsrecht haben. Das hat auch ein Sultan gegeben, der hat auch Recht ausgeübt, nach sieben Messen. Und die beiden haben immer nebeneinander existiert und das Gottesrecht hat oft dazu dient, die Arbitrarität vom Sultan und von seinem absoluten Recht zu moderieren. Und darum ist die Scharia ein positiver Begriff für die Muslime. Nicht, weil sie Hand abschneidet, sondern weil sie in der Lage ist, gegenüber dem Tyrannen, dem Alleinherrscher, zu sagen, los, da ist eine Grenze. Und das solltest du eigentlich nicht machen. Aber gerade die Scharia, wäre die überhaupt vereinbar mit einer pluralistischen Gesellschaft, wie wir sie kennen und wie wir sie wollen? Absolut. Ja? Ja. Das überrascht mich jetzt. Eben, also Hand abhacken ist... So wie sie historisch gebraucht worden ist, ist aber kein Gesetz, sondern eine Weisung. Mhm. Und die Weisungen sind durchaus buchbar. Die Geschichte mit dem Handabschneiden ist nie verwendet worden, nicht mal von den Scharia-Leuten. Nee. Nein, es wird jetzt mobilisiert von den Leuten, die wollen Blut vergießen. Aber woher beziehen Sie denn das? In der Zeit von Mohammed war es da. Das war eine Beduinengesellschaft, die keine Gefängnis kennt hat. Und da hat es also körperliche Strophe gegeben. Mhm. Aber im Christentum gibt es ja den Spruch, also vielleicht ist es gerade wörtlich, gibt Gott, was des Gottes ist, und des Kaisers, was des Kaisers ist. Das gibt es aber im Islam nicht. Das kommt nicht aus der historischen Situation vom Christentum, weil es halt einen Kaiser gegeben hat. Der Islam hat keinen Kaiser gehabt. Eben, ist alles von Gott. Bitte? Also dann ist eben eigentlich so eine Gesellschaft, wie wir sie haben, eine pluralistische, mit Meinungsfreiheit, mit Menschenrecht, mit Glaubensfreiheit, ist gar nicht denkbar. Doch, sie ist denkbar. Ist das denkbar? Weil der Koran so elastisch ist und weil verschiedene Interpretationen möglich sind. Es wird immer wieder gesagt und interpretiert. Das ist durchaus denkbar. Wie es früher einen Sultan gegeben hat, gibt es heute einen Staat. Mhm. Und da hat sie einen Vorteil gegenüber dem Sultan. Sie haben ja jahrelang auch in Spanien gelebt und haben dann ein Buch geschrieben über El Andalus, also die Herrschaft der Mauren, also der Araber, dort bis 1492, bis dann die Inquisition kam, wo dort nach das Zusammenleben für die einzelnen Religionen möglich war. Oder? Und zwar von Juden, Christen und Muslimen. Es ist immer möglich gewesen, in allen islamischen Bereichen. Also, die Juden haben viel schlechtere historische Erfahrungen gemacht in Europa als in islamischen Ländern. Mhm. Es hat immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Aber ein brutales Vorgehen gegen die Juden wie in Europa, schon vor dem Holocaust, hat es nicht gegeben im Islam, in der islamischen Kultur. Gut, das hat sich jetzt aber offenbar gewandelt, oder? Das ist heute nicht mehr so. Also ich meine, rhetorisch gewandelt. Ja. Und bei gewissen Gruppen, die nicht islamisch, sondern pseudo-islamisch, hat sich gewandelt. Sie sagen das. Aber ich meine, wir haben jetzt also Schiiten gegen Sunniten. Halt. Ja, halt. Wir haben gewisse Leute, die polemisieren und versuchen, das zu instrumentalisieren. Ja, was heisst gewisse Leute? Also ich meine, es ist immerhin also der Iran einerseits, andererseits die irakische Regierung dominiert von den Schiiten gegen die Sunniten. Dann haben wir die Kurden, dann haben wir die Alawiten in Syrien, Sie haben gewisse Gemeinschaften, die sich bilden. Und es ist eine alte Tradition in diesen Ländern, dass eine Gemeinschaft regiert. Und das ist nicht mehr brauchbar in der heutigen Zeit und muss abgeschafft werden. In Irak hat die sunnitische Gemeinschaft regiert. Es ist eine Gemeinschaft, wenn man auch untereinander heiratet. Man ist verwandt miteinander. Es hat nicht mit Religion zu tun. Stämme ist wieder etwas anderes. Ja? Ja. Aber es sind Religionsgemeinschaften.
Das ist auch ein städtisches Phänomen. Kann man auch sagen, dass es auch ein Erbe ist von den Kolonialisten, die immer gesagt haben, eine Minderheit an die Macht zu bringen, damit sie die Mehrheit kontrollieren und auf die Art und Weise das Gleichgewicht behalten? Vielleicht haben die das verstärkt. Und die Amerikaner haben es verstärkt. Weil die Feindschaft Sunniten-Muslimen, Sunniten-Schiiten im Irak ist gekommen, weil die Amerikaner gesagt haben, wir machen doch Demokratie, wir zählen und die, die Mehrheit haben, regieren. Und das hat sich gestoßen mit der alten Tradition. Der die Mehrheit hat regiert. Während eine moderne Demokratie immer auch Rücksicht nimmt auf die Minderheit. Aber die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit von der modernen Demokratie? Ja, wir haben jetzt das Beispiel, also Arabischer Frühling hat angefangen in Tunesien. Und das ist mittlerweile das einzige Land, wo noch eine Art Demokratie. Tunesien ist ein kleines Land, ist ein bisschen am Rand vom Ganzen und so. Während man das Gefühl hat, in den anderen Ländern ist das wie ein Vater Morgana vorbeigegangen. Und autoritäre Regime sind durch andere autoritäre Regime oder durchs Chaos ersetzt worden. Ja, das stimmt schon. Aber das hat nicht mit dem Islam zu tun, sondern mit der ganzen Gesellschaft. Mhm. Und es ist schwierig gegangen, es ist schlecht gegangen. Man sieht, das Erbe von einer schwerwiegenden Tradition ist immer noch da. Es hat auch eine soziale Schichtung. Die Leute, die europäisch orientiert sind die alte Oberschicht. Und die ist halt fort und die hat auch korrumpiert gesehen und hat müssen gehen. Und die Unterschichten sind immer noch verankert in einer nicht-europäischen Tradition. Man hat verschiedene autoritäre Staaten gehabt, die laizistisch sind, also nicht religiös, also vor allem die Baas-Partei in Syrien und Irak. Auch in Ägypten hat die Religion eher eine kleine Rolle gespielt. Auch in Iran bis zum Sturz vom Schah. Und jetzt plötzlich die ganze religiöse Welle, die so hoch ist. Also gerade in Ländern wie Syrien ist doch das eigentlich nicht so plötzlich gesehen. Man hat sie gesehen seit dem Suezkrieg. Seit 1967, mit der großen Niederlage gegenüber Israel. Schon damals war klar, der Nationalismus, der importiert ist aus Europa, also mit dem Nationalstaat auch der Nationalismus, gibt es nicht in der traditionellen Kultur. Der ist unfähig, sich zu wehren. Er funktioniert nicht. Und darum war die Reaktion, da müssen wir zurück zu unserer eigenen Religion. Aber nicht so, wie sie gesehen ist. Man ist halt doch schon modern, sondern man sieht es mehr als ein Machtinstrument. Mhm. Nicht mehr. Also die Gruppe, die Minderheitsgruppe, die aber jetzt die Macht anstreben, die Islamisten, sagt man, nicht Muslim. Und die sind eine Reaktion auf das Versagen des Nationalstaates. Der Ranushi, der auch ein Islamist ist, aber einer, der weiß, was Demokratie ist, also der Mann, der mir verdankt, dass Demokratie in Tunesien stand ist, der hat es formuliert, seht Diktaturen und ihr erntet Terrorismus. Mhm. Aber wenn man jetzt schaut, wir haben das Gefühl, unsere Welt, so wie wir sie haben, das sind universale Werte. Also Menschenrecht, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Ja, wir sind halt wahnsinnig besessen von uns selber. Nein, aber ist das ein Irrtum? Ist das ein Irrtum? Sind das gar keine universale Werte? Eine Besessenheit. Wo sich mit Macht durchsetzt. Ah ja, aber jetzt offenbar auch Rückschläge. Also Sie haben das Gefühl, das sind keine universale Werte. Also das, was wir vertreten, Meinungsfreiheit, Menschenrecht, beachten etc. In der heutigen Welt muss das eingebaut werden in die andere Kultur, aber die hat es nicht gehabt. Und wenn wir eine gewisse Geduld entwickeln, bis wir zu unserem Menschenrecht gekommen sind, wir haben sie zuerst formuliert in der Französischen Revolution und es hat gedauert bis die dritte Republik in Frankreich, bis sie Realität geworden sind. Und immer noch sind sie nicht volle Realität. Aber immerhin, wir verteidigen, also auch in China sieht man das natürlich ganz anders als bei uns. Aber jetzt, wenn wir schauen, die Entwicklung, es gibt Kalif, der Abu Bakr al-Baghdadi, Chef von IS. Können Sie uns erklären, was ist eigentlich ein Kalif in der Welt des Islam? Er ist aber kein Kalif. Also, es gibt historisch gesehen ein Kalifat, das hört auf mit der Abbaside, zerstört von der Mogul in 1258. Seither gibt es kein Kalif mehr. Es gibt eine Wiedergeburt, das ist der Sultan von Istanbul, der den Titel auch beansprucht hat. Ist aber nicht mehr ein voller Kalif gesehen. Und jetzt, wenn er das sagt, ich bin der Kalif, was heißt das? Das heißt, eine gewisse Sektion, die Sunniten, nicht die Schiiten, sehen
ihn als der Richtige, der Nachfolger vom Propheten. Eben, er wollte ja sogar noch eine Lineage machen, also zum zeigen, dass sogar seine Familie vom Propheten... Es gibt sogar eine Vorschrift für die Gelehrten, er sollte eigentlich aus dem Stamm Quraisch kommen, wo der Prophet gekommen ist. Und das bucht jetzt auch der Usurpator, der Herr Abu Bakr. Wie sehen Sie die Rolle jetzt von dieser IS? Haben die offenbar Attraktivität, auch bei unseren Ländern? Oder gehen junge Leute dort hin, die haben Heilsversprechen, die sagen, wir bringen das an, was der Koran versprochen hat, Dar al-Islam, dass die ganze Welt islamisch wird. Offenbar hat das offenbar eine Wirkung. Es sind Leute, die eine Psychopathie haben. Sie haben eine Pathologie, ein Trauma, wo ihnen aus verschiedenen Gründen verpasst worden ist. Sie gehören zu den Unterschichten. Sie sind nicht erfolgreich gewesen. Viele, die aus Europa kommen, sind rassistisch behandelt worden. Und gewisse vertragen das nicht. Von den vielen Millionen, die es gibt, gewisse vertragen das nicht und entwickeln ein Trauma. Und das Trauma wird dann angesprochen. Von diesen Demagogen, die jetzt Macht ergreifen und das für ihre Machtspiel ausnutzen. Und offenbar das ziemlich erfolgreich machen. Es gibt ja Islamgegner oder Feinde, die sagen, der Islam ist gar keine Religion, sondern eine Staatsideologie. Ist er nicht eigentlich Islamismus, beides? Nicht Islamist. Islam. Nein, die sagen, der Islam. Ja, gut, das ist Unsinn. Ideologie. Dass es beides ist: Staatsideologie und Religion. Nein, das können Sie nicht sagen. Was ist eine Ideologie? Eine Ideologie ist ein Rezept für Erfolg in dieser Welt. Genau. Ja? Also. Und eine Religion ist eine Regelung des Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschen. Und ihr sagt, wir machen beides, wir tun alles erobern und dann kommen wir ins Paradies, sogar wenn es aufsteht. Gut, das ist aber nicht Islam, sondern Islamismus. Aha, gut. Aber das ist eine Ideologisierung der Religion, die religiösen Züge zerstört. Und wenn Sie jetzt sehen, die vielen Selbstmordattentäter, wo die offenbar können schaffen, also ohne Ende, wie berührt Sie das? Ja, wenn Sie Trauma haben und mit dem Trauma kann man spielen, kann man die Leute leicht zum Selbstmord treiben. Ja, aber gleich. Aber in anderen Gesellschaften kennt man das nicht. Also so viele Leute, die so weit zu bringen sind, dass sie das machen mit dem Versprechen, du kommst ins Paradies und 72 Jungfrauen. Also es hat auch mal in Amerika eine große Sekte gegeben, die sich auch in Masse, ich weiß nicht mehr in Einzelheiten, in Masse umgebracht hat. Das kann man machen. Gut, das ist innerhalb von einem Ding. Ja. Jawohl. Sie sagen, die Medien bringen das verzerrtes Bild vom Islam. Nicht die Medien, sondern die schlechten Medien. Aha, aber Sie haben das gesagt. Ja, ist gut. Okay. Wir bemühen uns jetzt da ein bisschen differenzierter, das anzuschauen. Aber haben Sie das Gefühl, die meisten Medien sind schlecht oder die meisten Medien bei uns sind eher gut? Ich würde sagen, es gibt bessere und schlechtere. Ganz gute kenne ich eigentlich nicht. Okay. Wir steuern jetzt auf einen Religionskrieg zu, oder ist das richtig? Oder so? Zum Beispiel, In Frankreich, wo sich das teilt in Rechtspopulisten und Muslime auf der anderen Seite, die ganze Gesellschaft spaltet sich auf. In anderen Ländern ähnliche Entwicklungen, Islamophobie bei uns. Also ein Religionskrieg kann schon dumm nicht sein, weil es eine ganz kleine Minderheit ist. In Frankreich ist nicht so klein, oder? Ja. Immer noch verglichen mit der Zahl der Franzosen. Also was meinen Sie, wie... 5% oder so etwas. Gut, klar. Aber wie wird sich das jetzt in Europa entwickeln, die ganze Situation? Wenn es, Gott behüte, ein Anschlag würde geben bei uns in Europa, was jetzt bisher glücklicherweise nicht passiert ist, was würde dann passieren in unseren Gesellschaften? Ja, also wenn es genügend anschlägt, das ist sehr theoretisch. Ne? Wenn alles durcheinander geht, wird es natürlich schlechte Reaktionen geben. Mhm. Sagen wir, es gibt etwas Großes wie die Geschichte in New York. Ne? Hoffe ich, dass wir nicht so dumm reagieren wie die Amerikaner, aber einigermaßen dumm werden auch wir reagieren. Also dumm? Passional. So zaudum wie die Amerikaner. Was hätten sie sollen machen? Also sie sind dann einfach nach Afghanistan gegangen und sind nach Irak gegangen? Ja, Krieg im Irak, der überhaupt nichts zu tun hat mit dem. Okay. Ein paar Trillionen und ein paar Hunderttausend Leute totgeschossen. Gut, das ist der Krieg gegen den Saddam Hussein. Haben Sie aber jetzt Verständnis dafür, dass man die Amerikaner, die westlichen Länder und viele arabische Länder gegen IS militärisch vorgehen? Jawohl, ich glaube sogar, sie sollten
auch Soldaten schicken. Aber es ist, weil sie jetzt so viele schlechte Kriege gemacht haben, haben sie keine Lust mehr, Soldaten zu schicken. Genau, das wäre jetzt der Moment. Mhm. Weder im Jemen ist der Moment gewesen, weder in Afghanistan ist der Moment gewesen, und vor allem nicht im Irak ist der Moment gewesen. Aber sie haben sich verausgabt dort. Und jetzt ja, müssen sie umfliegen mit einer Flug, die nicht viel bringen. Und was passiert jetzt? Was meinen Sie? Wie wird sich die Situation in Syrien und Irak? Ich meine, Syrien ist ja wirklich... Amerikaner selber sagen, es wird 3 Jahre gehen. Ja. Aber jetzt in 3 Jahren wird es fertig sein. Aber der Krieg jetzt in Syrien, der Assad, der sein eigenes Volk nicht nur verbombt, sondern vergast. Also ich meine, das ist ja unvorstellbar. Und das sind alles Muslime. Also was heisst unvorstellbar? Ich stellen Sie sich bitte vor, was passiert ist im Weltkrieg. Aber die Deutschen, das sind Deutsche gesehen. Und, ja, gut. Also, aber dass jetzt in der heutigen Zeit so etwas noch passiert, das eigene Volk aus der Luft verbomben. Also, eigene Volk ist eine sehr... ist nicht wirklich relevant. Weil sie nicht Alawiten? Nein. Ah. Wenn der Hitler nur mit Juden kaputt macht und die machen jetzt ihr eigenes Volk kaputt, ja, macht das so viel aus. Nein, okay. Also, aber sind Sie jetzt pessimistisch oder eher optimistisch, wie das wird weitergehen? Es wird sehr schwierig werden. Mhm. Ich bin nicht... ich werde vielleicht das Ende nicht erleben von dieser Sache. Es wird vielleicht 5 Jahre gehen und nicht durch und nicht nur 3 Jahre, wie die Amerikaner jetzt meinen. Der libanesische Bürgerkrieg ist 15 Jahre gegangen. Mhm. Wenn einmal ein Staat zerbricht, ist es sehr schwierig, den Staat wieder zu reparieren. Eben China. Also China ist einmal ganz zusammengebrochen. Aber Chinesen sind große Pragmatiker und haben da wieder zusammengebrochen. Bastelt irgendwie. Und es ist ein anderes Wort, als du bisher gesehen hast. Okay. Und das ist auch möglich, das wird auch einmal passieren, sehr wahrscheinlich. Menschen sind flexibel. Hm. Aber wie schnell das geht und wie viele Fehler gemacht werden, wie viele Fehler wir mitverursachen durch so dumme Sachen wie die blöde Hetzerei auf Islam, wo gar kein Islam ist, das ist eine andere Frage. Okay, danke vielmals. Wir sind leider schon am Ende von dieser Diskussion, die uns wirklich beschäftigen muss. Ja, morgen Abend im Club ein anderes Thema, auch dramatisch. Die 2 getöteten Kinder von Flach, das morgen Abend. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz gute Woche.